1989 war der Proteus das erste REC-Modul, das MU produzierte, und es war ein großer Erfolg für das Unternehmen. Der Proteus 1 ist ein Soundmodul, das grundlegend Rock- und Pop-Sounds produziert. Es verfügt über 4 MB Soundmaterial aus der Emulator 3-Bibliothek. Der Proteus bietet professionelle Funktionen wie 32-stimmige Polyphonie, 16-Bit-Samples, 6 einzelne polyphone Ausgänge sowie umfangreiche Bearbeitungs- und Modulationsfunktionen. 1990 wurde der Proteus 2 auf den Markt gebracht, der in fast jeder Hinsicht mit dem Proteus 1 identisch ist, außer dass er 4 MB rein orchestrale Klänge enthält. Dies war das erste Mal, dass in einem speziellen Klangmodul wirklich qualitativ hochwertige Orchestersounds zu hören waren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Synthanda. Heute habe ich euch 2 Geräte der Firma MU mitgebracht. Den Proteus 1 und den Proteus 2. Aber wie immer mal wieder richtig Schrott. Na, dann schauen wir mal, ob wir das nicht wieder hinkriegen. Auf geht's! So, das war jetzt gerade die Stimme meiner Frau. Ich fand es total witzig. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, war ganz lustig, aber jetzt geht es an die Arbeit. Mal schauen, was uns da erwartet. Die Gehäuseteile halten ohne Schrauben und sind nur eingeklickt. Mit einem flachen Schraubenzieher können wir die Verbindung lösen und danach den Deckel abnehmen. Wie unschwer zu erkennen, fehlt auf der linken Seite die gesamte Stromversorgung und im Gehäuseboden klafft ein großes Loch. Da das Netzteil bereits fehlt und das Gerät insgesamt nur 3 Baugruppen hat, ist die Zerlegung schnell erledigt. Das hätten wir. Sehen wir uns mal die Hauptplatine an und prüfen als erstes die Speicherbatterie. Die Spannung beträgt mehr als 3 Volt. Diese Batterie müssen wir vorerst nicht tauschen. Aufgrund der fehlenden oder defekten Stromversorgung hat der Vorbesitzer wohl einfach zum Betrieb des Gerätes Leitungen zum Netzteil des anderen Gerätes geleckt. Das erklärt dann auch das Loch im Gehäuseboden. Das werden wir wieder in Ordnung bringen und entfernen zuerst einmal diese Drähte. Soweit so gut. Wir befreien die Platine noch vom Staub und wenden uns dem anderen Gerät zu. Dieses Gerät scheint vollständig zu sein. Wir haben ein Netzteil und wir erkennen hier die Erweiterungsplatine, da es sich hier um die XR-Version des Proteus 2 handelt. Hier rechts haben wir das ausgebaute Netzteil und wir haben uns auch bereits ein weiteres, funktionierendes besorgt. Hier werden wir auch erstmal die Reste von den zusätzlich angebrachten Kabeln entfernen. Nach der Reinigung sehen wir auf der Lötseite der Platine 2 verdächtige Stellen, die auf große Hitzeeinwirkung schließen lässt. Wenn wir uns jetzt die Bestückungsseite anschauen, sehen wir an den Stellen 2 5 Watt Widerstände, die bei extremer Beanspruchung auch schon mal richtig Hitze abgeben. Die Sicherung ist intakt. Aber dieser Kondensator hat sich schon aufgebläht. Dann gucken wir mal, ob das Netzteil noch die richtigen Spannungen liefert. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Naja,
So wie es aussieht, liefert es an allen Ausgängen nur noch um die 5 Volt. Dieses Netzteil ist definitiv defekt. Wir können die Kondensatoren und Widerstände nochmal auf Kurzschluss überprüfen, aber vermutlich lohnt sich der Aufwand für die Fehlersuche und Reparatur nicht. Wie man hier schön sieht, ist das Alter nicht spurlos an der Elektronik vorbeigegangen. Aber wir haben uns ja ein anderes Netzteil besorgt, das zuverlässig die geforderten Versorgungsspannungen liefert. Für die neue Stromversorgung brauchen wir das alte Verbindungskabel. Das Kabel ist an einem Ende mit einem 6-poligen Stecker versehen, das andere Ende ist fest mit der Hauptplatine verlötet. Ein vermutlicher Elektronikprofi hat hier ganze Arbeit geleistet. Unter der schönen Verpackung finden wir mehrere fachmännisch reparierte Leitungen. Sehr interessant. Leider wollen wir dieses Kabel nicht mehr weiter benutzen. Aber diesen Stecker können wir weiterverwenden. Bei diesem Stecker werden die Kabelenden in die Kontakte gedrückt. Dabei wird die Isolierung eingeschnitten und die Verbindung hergestellt. Wir ersetzen das alte Kabel durch 6 gleich lange Kupferdrähte, die wir ganz einfach mit einem kleinen Schraubenzieher samt Isolierung... Nee, das war nix. Also nochmal ganz einfach in den Kontakt drücken und fertig. Zur Sicherheit überprüfen wir, ob der Kontakt richtig hergestellt wurde. Gut, dann setzen wir jetzt noch die restlichen Drähte ein. Jo, ist schön geworden. Noch schöner wird es, wenn wir das alte Etikett auch noch weiter verwenden. So können wir ein wenig Originalität bewahren. Wir befestigen unser selbstgebasteltes Kabel wieder an der Hauptplatine und hätten somit, was die Elektronik betrifft, erst einmal alles erledigt. So, weiter geht's. Ein versierter Handwerker hat angefangen, ein schönes Loch in den Gehäuseboden zu bohren. Wir werden uns etwas Mühe geben und seine Arbeit professionell zu Ende führen. Schön, die Arbeit ist erledigt und wir haben uns entschieden, die Öffnung für die Lüftung des Netzteils zu nutzen. Aus einer Teflon-Grillmatte schneiden wir uns ein passendes Stück zurecht und kleben es auf der Rückseite mit 2 Komponenten klebefest. Ich finde, das kann man so lassen und zusätzlich hat die Öffnung auch noch eine Funktion. Gut, beginnen wir mit dem Zusammenbau. Vor dem Zusammensetzen haben wir natürlich alle Gehäuseteile gründlich gereinigt. Es waren keine weiteren Beschädigungen vorhanden und alle Teile sind vollständig. Wenn mit der Hauptplatine alles in Ordnung ist, sollte das Gerät jetzt funktionieren. Prima, wir haben eine Anzeige und wir können auch Töne anwählen. Aber wir sehen teilweise wirre Buchstaben, wo eigentlich Preset-Namen stehen sollten. Hier hilft eventuell ein Zurücksetzen der Software. Dazu betätigen wir gleichzeitig die Master- und Edit-Taste und schalten den Pro Tools ein. Wir gelangen ins Diagnostik-Menü und scrollen bis zum Menüpunkt 13, drücken die Enter-Taste und bestätigen die Anfrage mit Ja. Jetzt schalten wir das Gerät aus und dann wieder ein, und wir stellen fest, dass jetzt alle Presets wieder vorhanden sind. Erledigt. Kommen wir zum Soundcheck. Dann hören wir uns mal den Demosong an. Wir finden diese Sequenz im Edit-Menü und können ihn mit einem Tastendruck starten.
Fein, das funktioniert schon mal. Dann testen wir das Gerät mal mit einem angeschlossenen Keyboard. So, wir fassen erst einmal zusammen. Wir stellten fest, dass bei den beiden Geräten ein Netzteil fehlte und eines defekt war. Wir besorgten uns ein funktionierendes Netzteil und fertigten dafür ein neues Verbindungskabel an. Für die Löcher im Gehäuse fanden wir eine adäquate Lösung und ein Funktionstest fiel insgesamt positiv aus. Ein Gerät haben wir jetzt fertiggestellt und nehmen uns jetzt den Proteus 1 vor. Mittlerweile ist auch ein weiteres Netzteil angekommen. Es konnte günstig von einem Händler im Internet gekauft werden, sodass sich die Ausgaben für dieses Projekt noch im Rahmen halten. Bevor wir es verwenden, überprüfen wir natürlich erst die Versorgungsspannungen. Bei diesem Teil scheint alles in Ordnung zu sein. Leider haben wir für dieses Netzteil kein Verbindungskabel mit passendem Stecker. Wir entscheiden uns für eine feste Verbindung und benötigen daher den Stecker nicht. Dazu müssen wir den Pfostenstecker auf der Netzteilplatine entfernen. Wir haben uns 6 gleich lange Drähte zurechtgeschnitten und löten diese zunächst an das Netzteil. Um die Verbindung etwas zu stabilisieren, fixieren wir die Drähte mit Heißkleber. Jetzt müssen wir die Drähte nur noch parallel und genau gegenüberliegend mit der Hauptplatine verlöten und hätten dann diese Aufgabe erledigt. Nachdem wir auch bei diesem Gerät alle Gehäuseteile gewissenhaft gereinigt haben, können wir mit dem Zusammenbau beginnen. Und weil wir das bereits schon einmal gemacht haben, lassen wir es hier nochmal im Schnelldurchgang laufen. Mit Musik. Kommen wir nun zum Funktionstest. Gut, es lässt sich einschalten und wir bekommen eine Anzeige. Die Presets lassen sich auswählen und es scheint soweit alles in Ordnung zu sein. So, das hat mal wieder Spaß gemacht. Der Schwierigkeitsgrad dieser Reparatur war jetzt eher gering. Aber wir konnten wieder 2 Geräte vor der Mülltonne bewahren und wir freuen uns schon auf das nächste Projekt. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.